Vor ein paar Tagen hatten wir den Vollmond im November. Und ich weiß nicht, ob ihr rausgeschaut habt, aber als ich geschaut habe, war es wirklich wunderschön. Ein ganz klarer Himmel und ein ganz runder, strahlender Mond. Sehr, sehr schön. Und natürlich feiern wir am Vollmondtag im November immer das Sangha-Fest. Sangha-Fest ist eines der drei großen Feste, die wir jedes Jahr feiern, zu Ehren der drei Juwelen. Und ich denke, es ist ganz wichtig, dass wir in großen Mengen zu diesen drei Festen zusammenkommen, dass wir uns wirklich die Zeit nehmen, hier zusammenzukommen und das zu zelebrieren, weil in der ganzen Fülle von buddhistischer Praxis, ja, es gibt so viel, was man praktiziert: Freundschaft, Ethik, Eingeständnis von Fehlern, Studium, Meditation, Metta, Achtsamkeit im Alltag und so weiter. Es ist ganz wichtig, sich dreimal im Jahr auf das Wesentliche zu konzentrieren, sich zu erinnern, was sind die drei zentralen Werte für mich als Buddhistin, als Buddhist. Was ist das, worum es eigentlich im Kern geht? Was ist das Wichtigste, das Wesentliche? Und wenn wir im Frühling zusammenkommen bei Vesak, beim Vesak-Fest, dann erinnern wir uns daran, dass es um Erwachen geht. Wir erinnern uns nicht nur an den historischen Buddha, sondern wir erinnern uns vor allem daran, dass es in der buddhistischen Praktik um nichts anderes als Erwachen geht. Das ist das, worum es geht bei jedem Übungsfeld, was sich auftut, es geht um nichts anderes als Erwachen. Wenn irgendeine buddhistische Praxis nicht im Dienste von Erwachen steht, dann ist sie keine buddhistische Praxis, egal wie traditionell sie ist. Das heißt, daran erinnern wir uns an Vesak. Beim Dharma-Fest im Sommer erinnern wir uns daran, dass wir den Dharma praktizieren. Das heißt, dass wir uns einem Training unterziehen, dass wir wirklich ein Training auf uns genommen haben, eine Ausbildung, eine Schulung. Und dass das eine systematische und eine kontinuierliche Schulung ist, der wir unser ganzes Leben gewidmet haben. Und wenn wir jetzt im November zusammenkommen beim Sangha-Fest, dann erinnern wir uns daran, dass wir eine Gemeinschaft brauchen, um erwachen zu können, um dieses Training wirklich dauerhaft durchzuhalten und immer tiefer zu führen. Ohne Gemeinschaft geht es nicht. Und dazu werde ich natürlich jetzt mehr sagen. Wenn man über Sangha spricht, sind unheimlich viele verschiedene Blickwinkel möglich. Ja, Sangha ist ein Riesenthema, zu dem man ohne weiteres mehrwöchige Retreats machen könnte, ohne dass einem die Themen ausgehen. Man könnte über die Brahmaviharas sprechen, denn ja, was kann mehr Gemeinschaft knüpfen als Liebe, als die Qualitäten von Maitri, Metta und den anderen Brahmaviharas? Man könnte darüber reflektieren, was der Unterschied ist zwischen einer gewöhnlichen Gruppe und einer echten spirituellen Gemeinschaft. Man könnte über die Sprachvorsätze sprechen. Ja, inwiefern hilft Sprache, Gemeinschaft zu knüpfen? Und wie oft verwenden wir Sprache auf Weisen, die eher Gemeinschaft und Verbindung erschwert? Man könnte über die Sangraha-Vastu sprechen, also die vier Mittel, die helfen, Gemeinschaft zu bilden und so weiter und so weiter. Es gibt so viele Dinge, über die man sprechen könnte, wenn man über Sangha spricht. Viele inspirierende, wunderschöne Dinge. Aber als ich so vor einer guten Woche da saß und das Programm für den Sangha-Tag zusammengestellt habe und dann natürlich auch draufschreiben musste, worum der Vortrag heute gehen würde, merkte ich, darüber will ich nicht sprechen. Nee, das ist es nicht. Sangha, was tust du? Nein, darüber will ich nicht sprechen. Ich hatte ein starkes Gefühl, dass ich etwas sagen wollte, ja, aber ich fand es sehr, sehr schwer, in Worte zu fassen oder dem eine Form zu geben. Aber ich merkte, da war was, was ich zum Ausdruck bringen wollte, und ich wusste nicht so recht, wie packe ich das an? Was ist es genau, was ich da sagen will? Und irgendwie plötzlich aus dem Nichts kam dieses Zitat von Sartre mir in den Sinn: Die Hölle, das sind die anderen. Und ich dachte, ah, das ist ein guter Anfang. Ich weiß nicht, woher das Zitat jetzt kommt und warum, aber es ist ein guter Anfang für das, was ich sagen will. Und habe dann einfach mich für diesen Titel entschieden für meinen Vortrag. Also offensichtlich geht es heute in dem, was ich sagen will, mehr um die unbequemeren Aspekte von Sangha, nicht um das inspirierende, schöne, leichte. Es geht um die unbequemeren Aspekte von Sangha. Darüber möchte ich versuchen, etwas zum Ausdruck zu bringen. Und es mag sein, dass das nicht so aufgeräumt kommt, dass das nicht der aufgeräumteste Vortrag und der ordentlichste von mir sein wird. Es sind einfach mehr Gedanken, die ich zum Ausdruck bringen möchte. Die Hölle, das sind die anderen. Ich frage mich, als ihr diesen Satz gelesen habt, vielleicht auf dem Programm oder als ihr den gehört habt, was eure erste Assoziation dazu war. Ob ihr gesagt habt, ach so, das ist ja ganz unmöglich, ne, als Thema für einen
Vortrag am Sangha-Tag. Oder ob ihr gedacht habt, oh ja, das stimmt. Ob ihr gedacht habt, damit kann ich was anfangen. Also ich weiß nicht, was eure ersten Gedanken dabei waren. Aber wir haben auch andere Redewendungen, die so ähnliche Dinge zum Ausdruck bringen. Wir sagen im Deutschen, jemand macht einem das Leben zur Hölle. Oder man kann jemanden die Hölle heiß machen. Also das sind Bilder, die wir in unserer Sprache kennen, dass wir einander das Leben zur Hölle machen können. Und wenn ihr euch jetzt versucht, daran zu erinnern, wann ihr das letzte Mal richtig wütend wart, ja nicht nur ein bisschen ärgerlich, sondern so richtig sauwütend, richtig, dass euch der Dampf aus den Ohren rauskam. Ja, erinnert ihr euch? Dann würde ich wetten, dass in 99% der Fälle das mit anderen Leuten zu tun hatte. Ja? Es gibt. Ich würde einfach mal behaupten, es gibt kein Ding, kein Missgeschick. Ja, wir können uns über viele Sachen ärgern, über Missgeschicke, über das Wetter, über was weiß ich. Aber ich glaube, nichts kann uns dermaßen ärgern und dermaßen auf die Palme bringen wie andere Menschen. Das ist jedenfalls meine Erfahrung. Andere Menschen können mich wütend machen auf eine Weise, wie nichts anderes mich wütend machen kann. Und je näher mir diese Menschen sind, desto wütender kann ich werden. Das ist natürlich eine falsche Sprache, die ich jetzt verwende, eine undamische Sprache, wenn ich sage, Menschen machen mich wütend. Aber ihr wisst, was ich meine. Es fühlt sich so an, als würden die anderen einen wütend machen. Das heißt, ja, andere können Dinge tun, die einen unglaublich ärgern und die einen vielleicht in Höllen bringen können. Und ich glaube, es gibt zwei Arten von, in Anführungsstrichen, Höllen, die wir mit anderen Menschen erleben können. Zum einen gibt es die Art von Hölle, wie sie im Lebensrad abgebildet wird. Wir kennen alle diese Bilder. Es ist ein Zustand akuten Leidens, ein Zustand von akutem Schmerz. Das wird mit Flammen und mit Feuer dargestellt. Also die Hölle im Lebensrad ist ein Ort, wo wir uns gegenseitig Leid zufügen. Das wäre der eigentliche Sinn des Ausdrucks, wenn man sagt, jemand macht mir das Leben zur Hölle. Das, was ich meine, jemand fügt mir Leid zu oder wir fügen einander Leid zu. Und das ist auch der Sinn, den Sartre meinte, als er diesen Satz formuliert hat. Der Satz kommt aus einem Stück namens Geschlossene Gesellschaft. Und in diesem Stück geht es um drei Menschen, die sehr unethische Sachen in ihrem Leben gemacht haben und nach dem Tod in die Hölle kommen. Und die Hölle ist erstaunlicherweise einfach ein Hotelzimmer, in das sie zusammen eingesperrt werden. Und diesem Zimmer ist ihnen bewusst, ja, das muss jetzt die Hölle sein, und sie warten darauf, dass ihre Folterer kommen, weil ihnen schon klar ist, was da auf sie zukommen so wird. Aber es kommt niemand. Sie sind einfach nur zu dritt, alleine eingesperrt in diesem Raum und fangen an zu kommunizieren, miteinander zu interagieren und beginnen nach einer Weile festzustellen, ups, da kommt gar kein Folterer. Wir machen das schon selbst. Wir machen uns gegenseitig das Leben zur Hölle. Ja, die Kommunikation wird zunehmend zersetzender, zerstörerischer, verletzender. Und irgendwann merken sie, wir sind die Hölle füreinander. Wir brauchen gar keine Folterer von außen. Das heißt, solche Höllen, die wir einander bereiten können, ja, gibt es viele Dinge, die wir tun können, indem wir einander nicht respektieren, indem wir einander verurteilen, verdammen, indem wir einander Schwächen sehen und ausnutzen, vielleicht gegenseitig in Wunden bohren, indem wir die Bedürfnisse der anderen negieren oder unsere Bedürfnisse negiert werden, indem Menschen rücksichtslos ihre eigenen Interessen durchsetzen, auch indem Menschen einander als Objekte sehen, Objekte zur eigenen Befriedigung, nicht als eigenständige Menschen, sondern einfach nur als etwas, was ich nutze für meine Befriedigung. Alle Formen von Gewalt tragen zu solchen Höllen bei, ob das jetzt physische Gewalt ist oder sprachliche Gewalt oder subtilere Gewalt in Form von Manipulation und dergleichen. Wir können einander erniedrigen, wir können einander übergehen und so weiter und so fort. Wir kennen das. Und vielleicht denken wir bei dieser Art von Höllen auch direkt eher an so Leute wie die bösen Chefs oder die bösen Arbeitskollegen da draußen in der bösen Welt. Vielleicht denken wir bei solchen Höllen nicht direkt an Sangha. Und ich hoffe, das ist auch so, dass im Sangha diese Höllen nicht so ausgeprägt existieren. Ich denke schon,
dass Sangha in gewisser Weise schon auch ein Schonraum ist, ein Raum, wo wir anständiger miteinander umgehen. Aber im Ansatz gibt es auch solche Höllenkommunikation im Sangha. Lass uns da nichts vormachen. Ja, ich habe mitgekriegt, dass Menschen auch im Sangha ganz destruktive, verletzende Konflikte miteinander haben, richtig schmerzhafte Situationen da entstehen. Also auch das gibt's im Sangha. Lasst uns da nicht blauäugig sein. Auch im Sangha gibt es richtig, richtig üble Konflikte, die wehtun und die nicht spirituell fruchtbar sind, die einfach nur destruktiv sind. Wir können uns das Leben auf unnötige Weise manchmal sehr, sehr schwer machen, einander sehr schwer machen. Also diese Form von Hölle ist ganz klar destruktiv. Da wird nur geschädigt, da wird nichts Positives mit bewirkt. Und dazu will ich jetzt überhaupt nicht mehr sagen. Ich glaube, wir kennen das und es ist etwas, was wir natürlich versuchen zu vermeiden. Aber ich glaube, dass es auch eine zweite Art von, in Anführungsstrichen, Hölle gibt, eine zweite Version von Hölle, wo andere Menschen die Hölle für uns sein können. Und auch das ist ein Ort, wo es brennt, wo es heiß und unbequem ist, aber es ist ein spirituell positiver Ort. Also andere Menschen im Sangha können insofern eine Hölle für uns sein, dass sie uns an unangenehme Dinge ranbringen, sehr unangenehme, unbequeme Orte bringen, die aber spirituell sehr nutzbringend sein können. Und interessanterweise gibt es auch dafür ein traditionelles Bild in der buddhistischen Ikonografie. Zwar kennt ihr alle Bilder von Mandalas. Es gibt ja sehr, sehr viele verschiedene Formen von Mandalas. Aber ich glaube, alle oder fast alle Mandalas haben ganz außen drei schützende Ringe. Ja, das ist eines der Grundelemente eines solchen Mandalas, ist, dass sie umringt sind von drei Schutzwellen. Ja, erstmal ist außen ein Schutzwall aus Flammen, dann ist da ein Schutzwall aus Vajras. Und dann ein Wall aus Lotus. Nur diese drei Wälle schützen das Innere des Mandalas, den spirituell reinen Ort innen im Mandala. Und durch diese Welle muss man durchgehen, als ein läuternder, transformierender Prozess, um in das Innere des Mandalas zu gelangen. Und wenn man sich die genau anschaut auf Bildern von Mandalas, dann sieht man innerhalb dieser Ringe an 8 Stellen rundum kleine Bilder von etwas, was Verbrennungsstätte heißt. Das sind die 8 großen Verbrennungsstätten. Und auch durch die muss man durch, um in das Mandala zu kommen. Die Verbrennungsstätten, das sind, ja, dieses Bild geht zurück tatsächlich auf die Orte in Indien, wo Leichname kremiert wurden, offen kremiert wurden, im offenen Feuer, in offenen Flammen. Und traditionellerweise waren das Orte, die von Yogis und Yoginis bewusst aufgesucht wurden, vielleicht sogar nachts bewusst aufgesucht wurden, als vielleicht die Orte, die man normalerweise am meisten meiden würde. Die Orte, wo man seinen Urängsten begegnet, nachts. Vielleicht zwischen Häuflein von Resten verkohltem Holz, vielleicht hier und da Überresten von Knochen, wilden Tieren, die nachts kommen. Das sind die Orte, die Yogis und Yoginis bewusst aufsuchen, um sich an ihre Grenzen zu bringen und diese Grenzen zu überwinden. Also die Verbrennungsstätte, das als Symbol steht für Transformation. Ja, Feuer ist ja auch ein ganz universelles Bild für Transformation. Das heißt, die Verbrennungsstätten sind Orte der Transformation, Orte, an denen wir unseren tiefsten Ängsten begegnen. Also die Verbrennungsstätten sind keine bequemen Orte, aber es sind Orte, wo spirituell ganz viel passieren kann. Also das ist die zweite Bedeutung meines Erachtens, die die Hölle haben kann oder die der Satz haben kann, die Hölle, das sind andere. Das heißt, die anderen können Verbrennungsstätten im spirituell positiven Sinne für uns sein. Andere Menschen, der Sangha, kann ein Ort der Transformation für uns sein. Das kann ein sehr unbequemer Ort sein. Das kann zutiefst herausfordernd sein und es kann uns an unsere tiefsten Widerstände, Ängste und Schmerzen heranführen. Warum haben Menschen diese Macht, uns an solche Orte zu führen? Wenn man darüber reflektiert, was es bedeutet, nicht erleuchtet zu sein oder verblendet zu sein, dann ist eine der tiefsten Schichten unserer Verblendung,
wird gesagt, ist, dass wir glauben, tief innen glauben, dass wir einen festen, unveränderlichen Wesenskern haben, dass wir irgendwo ein festes, dauerhaftes Ich haben, dass da irgendetwas Festes, Dauerhaftes in uns ist, das sogenannte Ego, das Ich, das Selbst. Ja, das ist eine der tiefsten Schichten unserer Fehlsicht der Wirklichkeit, unserer Verblendung. Und je mehr wir dieses Ich pflegen und schützen, und wir müssen es, wenn wir so ein Ich haben, beziehungsweise meinen es zu haben, müssen wir es schützen, denn dieses Ich macht uns unglaublich verletzlich. Wenn wir dieses Ich haben, dann haben wir automatisch das Bedürfnis, es zu schützen. Das heißt, der Glaube, dass wir ein Ich haben, einen festen, dauerhaften Kern, bedeutet, dass wir ihn immer wieder schützen müssen. Das heißt, Dinge aus unserer Erfahrung draußen halten müssen und dass wir es nähren wollen. Das heißt, nach Dingen greifen. Dinge an uns ranziehen. Das heißt, sobald wir glauben, ein Ich zu haben, kommen Gier und Hass sofort mit dazu. Sind sozusagen Teil des gleichen Pakets. Und je mehr wir dieses Ego schützen, pflegen, desto größer und starrer und in gewisser Weise desto klobiger wird es. Und wenn wir uns vorstellen, wir alle haben diese gepflegten, ausgebildeten Egos, groß, stark, klobig, und wir schmeißen einige dieser Egos in engem Raum zusammen, dann ist das natürlich ein interessanter Prozess, denn diese Egos werden sich aneinander reiben, stoßen, die werden miteinander zusammenknallen auf die eine oder andere Weise. Und es gibt ein ganz schönes Bild dafür, was mir gut gefällt und was mir ein Gefühl dafür gibt, was es heißt, spirituell mit anderen zu praktizieren. Ich glaube, das ist ein Bild, was Bante selbst so formuliert hat, aber ich bin gar nicht sicher. Und zwar könnte man sagen, jeder von uns ist ein Edelstein, ein eigentlich wunderschöner Edelstein, aber noch völlig ungeschliffen, noch völlig grob, scharfkantig, und unsere eigene Schönheit kommt noch nicht zum Ausdruck, weil wir nicht geschliffen sind. Und der Sangha ist wie eine große Trommel, in die all diese ungeschliffenen, scharfkantigen Edelsteinstücke reingeworfen werden, mit ein bisschen Sand oder irgendeinem Schleifmittel, was dazugegeben wird. Und diese Trommel wird kontinuierlich und geduldig bewegt. Die dreht sich und dreht sich und dreht sich. Und all die Edelsteine schlagen gegeneinander und reiben sich aneinander ab, bis nach einer ausreichend langen Zeit sie aus der Trommel wieder rausgeholt werden und dann wunderbar glatt, rund und schön sind. Und die Schönheit des Steines ganz zum Ausdruck kommt, weil alle Scharfkantigkeiten entfernt sind, sie wunderbar glatt geschliffen sind. Ich finde das ein ganz schönes Bild wie für Sangha. Wir bringen unseren Edelstein mit, ja, wenn wir bei dem Bild bleiben. Jeder von uns ist dieser potenziell wunderschöne Edelstein und andere Edelsteine sind auch da, ja, ganz viele hier in diesem Sangha. Aber in die Trommel reinspringen, das müssen wir selbst. Das ist eine Entscheidung, die wir treffen müssen. Wir können auch in ein buddhistisches Zentrum kommen, immer ein bisschen Distanz von diesen anderen Edelsteinen halten, uns hübsch nebeneinander auf ein Tuch legen, mit möglichst keinem direkten Kontakt, keine zu nahe Berührung. Dann wird aber nicht viel passieren. Oder wir können in die Trommel reinspringen, ein paar Runden drehen, merken, oh, das ist aber unbequem, dann wieder erstmal rausspringen und uns eine Weile erholen. Von dieser anstrengenden Erfahrung ein bisschen Pause machen und ein Jahr später vielleicht nochmal einen kurzen Ausflug in die Trommel unternehmen, dann wird natürlich spirituelle Transformation entsprechend länger dauern, wenn wir das so machen. Das heißt, wenn wir es ernst meinen, dann müssen wir bereit sein, in diese Trommel zu springen, in diesen engen und unbequemen Kontakt mit diesen anderen Edelsteinen im Sangha zu treten und das auch beizubehalten, das auch dauerhaft, diese enge Begegnung zuzulassen. Und das ist eine Frage, die wir uns stellen können. Jeder von uns. Haben wir diese Trommel, diese Edelsteintrommel? Haben wir also einen Ort oder einen Kontext, in dem wir dauerhaft nah genug mit anderen Menschen im Sangha umgehen, damit dieser Prozess des gegenseitigen Abschleifens passieren kann? Und ich muss sagen, ich glaube, wir haben da in den letzten 10 Jahren in unserer Bewegung einen echten Verlust erlitten. Denn ihr wisst alle, dass in den frühen Jahrzehnten des FEBO sich nicht direkt durch Sangharakshita veranlasst, aber sicherlich von ihm unterstützt, bestimmte Lebensformen herausgebildet haben. Dass in den 70er Jahren, in den 80er Jahren und teilweise noch in den 90er Jahren sehr viele Menschen im Sangha zusammengelebt haben, in spirituellen Wohngemeinschaften,
und auch teilweise zusammengearbeitet haben. Ja, das war eine sehr radikale Entscheidung, zu sagen, ich schmeiß meinen alten Job, ich tu mich mit anderen Buddhisten zusammen und ich nehme wirklich, ja, ich nehme ein Risiko ein in meinem Leben, um mit anderen Buddhisten zusammen wirklich eng zusammen zu sein. Ja, ich wohne mit ihnen zusammen, ich arbeite, ich verdiene vielleicht weniger Geld, als ich das in der normalen Welt, in einem normalen Job tun würde, aber die spirituelle Praxis ist mir so wichtig und die Sangha-Praxis mir so wichtig, dass ich das tun möchte. Und das haben recht viele Leute gemacht in den 70ern, 80ern und Anfang der 90er. Aber leider sind diese Sachen heutzutage nicht mehr sehr populär. Wir haben in Essen überhaupt keinen Betrieb rechten Lebenserwerbs und nur noch rudimentäre Reste von Wohngemeinschaften. Und das ist ein Verlust. Lasst uns da ganz ehrlich mit uns sein. Das ist wirklich ein Verlust. Da waren Praxisräume, die eine Menge Potenzial hatten, die wir jetzt nicht mehr haben. Und ich denke, wenn sich da nicht irgendwie der Geist der Zeiten das Blatt wieder wendet und das nicht wieder populärer wird irgendwann, dann müssen wir als Sangha wirklich uns überlegen, wie können wir auf andere Weise dafür sorgen, dass wir in einen wirklich engen, verbindlichen Kontakt miteinander kommen, dauerhaft, dass wir Bedingungen haben, die es wirklich ermöglichen, Sangha tiefer zu führen. Und das ist was, wo wir wirklich überlegen müssen, wie können wir das schaffen, wenn wir nicht bereit sind, wieder in Wohngemeinschaften zu leben und zusammenzuarbeiten. Vielleicht haben wir solche Kontexte, diejenigen von uns, die ordiniert sind, in unseren Kapiteln. Vielleicht diejenigen, die sich auf Ordination vorbereiten, in euren Zufluchtsgruppen. Vielleicht in Studiengruppen, wobei ich nicht weiß, ob eine Studiengruppe wirklich die Art von Intensität bieten kann, die nötig ist für den Prozess, den ich versucht habe zu beschreiben. In meiner eigenen Erfahrung kann ich sagen, am allerspannendsten finde ich Zusammenarbeiten. Ich habe auch mit anderen Buddhisten länger zusammen gewohnt. Ich habe 5 Jahre lang in zwei buddhistischen Frauenwohngemeinschaften gelebt und weitere 3,5 Jahre mit einzelnen Ordensfrauen zusammengelebt, bevor ich Kinder hatte. Ich habe auch jetzt noch das Glück, mit einem Ordensangehörigen zusammenzuleben. Aber noch herausfordernder, muss ich sagen, fand ich die Praxis von Zusammenarbeiten hier in diesem Zentrum, zum Beispiel im Zentrumsteam, wo wir eng zusammenarbeiten. In der WG kann man immer noch so ein bisschen umeinander herumschleichen und einander ein bisschen ausweichen, wenn man will, aber wenn man zusammenarbeitet, dann clasht man mit seinen Mustern. Ja, es ist unmöglich, zusammenzuarbeiten, zu kooperieren, ohne dass man die Muster des anderen sehr genau wahrnimmt und zu spüren bekommt. Ja, man reibt sich dann viel eher aneinander. Und in diesen Situationen Zusammenarbeit, Zusammenleben oder alles, was wirklich mit enger Kooperation zu tun hat, man sieht sich einfach mit allen Ecken und Kanten. Man sieht sich echt und ungeschminkt. Wenn man zusammenkommt, nur für eine Studiengruppe oder ab und zu mal zum Kaffee trinken, dann kann man ein sehr einseitiges Bild voneinander bekommen. Ein sehr geschöntes Bild vielleicht. Weil wenn man zusammen lebt, zusammen arbeitet, dann erlebt man sich auch in Situationen, wo man vielleicht nicht so gut drauf ist, wo man schlecht gelaunt ist. Man sieht sich wirklich viel ungeschminkter und wahrhaftiger. Das heißt, in solchen Situationen stoßen sich unsere Egos aneinander. Ja, unsere Egos nehmen Anstoß, könnte man sagen. Und sie werden nach und nach abgeschliffen und letzten Endes vielleicht sogar überwunden. Ja, das ist was, was man sich auch klar machen sollte. Sangha ist eine Praxis, spirituelle Freundschaft ist eine Praxis, die nicht nur so ein bisschen eine unterstützende Wirkung hat. Ja, manchmal denken wir, ach, Sangha ist nur ein netter menschlicher Kontext für die eigentliche Dharma-Praxis, aber das stimmt nicht. Sangha ist nicht nur ein netter unterstützender Kontext, sondern Sangha, spirituelle Freundschaft, kann tatsächlich eine Praxis sein, die zu Einsicht führt. Und in dem Zusammenhang, wir hatten ja letztens einige Abende hier im Zentrum zu Dado Rinpoches Losung. Und zu der zweiten Losung von Dado sagt Sangha Rakshita was ganz Interessantes in dem Zusammenhang. Die zweite Losung lautet Live United oder auf Deutsch lebt in Eintracht, lebt verbunden. Und wie ich das verstehe, heißt das lebt Sangha. Verbindet euch, tut euch zusammen, lebt Sangha. Und dazu sagt Sangha Rakshita Folgendes. Wenn Rinpoche sagt, lebt in Eintracht, sagt er damit auf einer tieferen Ebene, in einem tieferen Sinne, lebt egolos. Er sagt,
Erkenne, dass es im höchsten Sinne kein abgetrenntes, unwandelbares Selbst gibt, das du schützen müsstest. Das ist das, was er in Wirklichkeit sagt. Ja, also zu sagen, lebt Sangha oder lebt in Eintracht, heißt, erkennt die Dinge, wie sie wirklich sind. Erkennt eure eigene Egolosigkeit. Das heißt im tiefsten Sinne, erwacht. Erwacht zur Wirklichkeit. Und ich möchte jetzt ein paar persönliche Gedanken noch formulieren. Einfach ein paar Ideen oder Gedanken, die ich habe zu dem Thema. Ein bisschen lose, ein bisschen unsystematisch. Aspekte davon, wie ich glaube, Sangha auf diese Weise wirken kann. Wie Sangha für uns zur Verbrennungsstätte werden kann. Und zuerst mal müssen wir uns fragen, wie wir Sangha sehen. Also wenn wir überhaupt ein Interesse daran haben, so weit zu gehen, dass Sangha für uns zu einer spirituellen Verbrennungsstätte werden kann, dann müssen wir uns erstmal fragen, wie sehen wir Sangha eigentlich? Wie gehen wir an Sangha ran? Und ich denke, wir sind möglicherweise beeinflusst von Trends unserer Zeit. Und ein ganz wichtiger Trend unserer Zeit, ein ganz wichtiger Glaubenssatz, Credo unserer Zeit, ist die Religion des Konsums, wenn man es so nennen will. Konsumieren ist das, worum es in unserer Gesellschaft sehr stark geht. Und wir müssen uns nichts vormachen, wenn in unserer Gesellschaft etwas eine sehr starke Kraft ist, dann sind wir davon beeinflusst. Ja, wir können uns nicht frei machen von dem Einfluss der Gesellschaft um uns herum. Und wir müssen genau schauen, wo sind wir von Trends unserer Zeit beeinflusst. Wo beeinflussen die auch, wie wir über den Dharma denken, über unsere Praxis denken. Und dieses Credo des Konsumierens ist auch ein Credo, immer danach zu schauen, was ich bekommen kann. Also das ist, wie Menschen an die Welt rangehen. Was kann ich bekommen? Was kann ich kriegen für möglichst wenig Geld? Ein Teil davon, dieser Überzeugung, ist auch, dass es um Genießen geht. Ja, dass Genießen, Genuss das höchste Gut ist. Egal, was ich tue, ich sollte mich möglichst gut fühlen. Ja, und wenn sich was nicht gut anfühlt, dann ist das schlecht, dann muss ich damit aufhören. Also sich gut fühlen, etwas genießen, ist ein hohes Kriterium, ein wichtiges Kriterium dafür, ob etwas richtig oder falsch ist. Und wir müssen ganz doll aufpassen, dass sich solche Gedanken nicht in unsere Dharma-Praxis subtil einschleichen. Dass wir nicht anfangen, spirituell zu konsumieren und vielleicht an Sangha so rangehen, dass wir spirituell konsumieren, ohne uns das so bewusst zu machen, aber eben mit so einer Haltung. Und wenn man sich fragt, was heißt es, spirituell zu konsumieren? Ich habe da eine sehr nützliche, gute Definition von Dhamma Ketu gefunden. Dhamma Ketu definiert spirituellen Konsum wie folgt. Er sagt, spirituell konsumieren ist, wenn wir die Mittel zu spirituellem Wachstum, also die Mittel, die eigentlich für Erwachen gedacht sind, für spirituelles Wachstum, wenn wir diese Mittel verwenden, um unser ergreifendes Ego zu stärken. Also wir verwenden die Mittel, die eigentlich zu nichts Geringem als zu Erwachen führen sollen. Wir verwenden diese Mittel, um unser ergreifendes Ego zu stärken. Das heißt, das müssen wir uns fragen. Wie gehen wir an Sangha ran? Gehen wir an Sangha ran als ein Mittel, um zu erwachen, um spirituell zu wachsen? Oder versuchen wir, unserem Ego etwas zuzuführen? Vielleicht ein paar nette, wohltuende Beziehung, etwas, was uns gut tut, was angenehm ist, nette Gemeinschaft, wo wir uns wohlfühlen. Das heißt, die Frage ist, sehen wir Sangha als etwas Passives? Also wir kommen hierher in der Hoffnung, dass uns hier etwas gegeben wird, dass wir hier freundliche Menschen treffen, die uns gut tun, die uns angenehm sind, die unser Wohlergehen, unser Wohlfühlen bestärken? Oder sehen wir Sangha als etwas Aktives, wo wir wirklich etwas dazu tun, wo wir aktiv in eine Begegnung gehen, wo wir nicht bekommen, sondern wo wir in eine Verbindung gehen, wo es nicht um Bekommen oder Geben geht, sondern ja echte Interaktion. Also gehen wir aktiv an Sangha ran oder konsumieren? Das ist die Vorfrage. Und wenn wir konsumieren an Sangha gehen, herangehen, dann wird er niemals zur Verbrennungsstätte werden. Sangha wird zur Verbrennungsstätte zum Beispiel deshalb, weil wir mit hohen Idealen zusammenkommen, im guten Willen sind und trotzdem immer wieder merken, dass wir uns aneinander reiben, wenn wir eng miteinander zu tun haben. Dass man vielleicht im Job mit Menschen Schwierigkeiten hat, dass man da sich reibt, das kann man ja noch oft akzeptieren.
Die haben ganz andere Werte, die haben eine ganz andere Lebensauffassung, die Leute, mit denen ich vielleicht in meiner Arbeit zu tun habe. Aber wenn man hier im Sangha mit anderen kooperieren möchte, man weiß, die haben eigentlich genau die gleichen Ideale wie ich. Die üben Metta-Bhavana regelmäßig, die nehmen Zuflucht, die haben sich bekannt zu einem ethischen Leben. Und man weiß, die tun ihr Bestes und ich tue mein Bestes. Und trotzdem reiben wir uns immer wieder aneinander. Trotzdem passiert es, dass wir uns verletzen gegenseitig, dass wir voneinander enttäuscht sind. Das ist etwas, was wir manchmal wirklich, oder was ich manchmal wirklich schwer akzeptieren kann. Dass ich mit Menschen zusammensitze, die wirklich praktizieren, ich praktiziere wirklich, wir haben die gleichen Werte und trotzdem geraten wir immer wieder aneinander, immer wieder in Konflikte. Ich fühle mich enttäuscht von meinen Freunden im Sangha und die sind oft genug von mir enttäuscht. Aber es ist eine Chance, tiefer zu schauen, eine Chance, tiefer zu sehen und zu sehen, warum bin ich enttäuscht? Warum fühle ich mich verletzt? Und wenn ich wirklich tief genug schaue, dann sehe ich, dass da ganz unrealistische Erwartungen sind. Nur weil jemand praktiziert, heißt das nicht, dass sie vollkommen sind. Natürlich wird es immer wieder passieren, dass sie aus Gier oder Hass oder Verblendung handeln. Genau wie ich ja auch ständig aus Gier und aus Hass und aus Verblendung handle. Aber wenn wir tiefer schauen, dann merken wir, da haben wir völlig unrealistische Erwartungen. Und ich will mal ein Zitat von Jack Kornfield vorlesen zu diesem Thema. Jack Kornfield sagt: Wenn wir erwarten, dass die Beziehungen innerhalb der Gemeinschaft ideal, spirituell, freundlich und erleuchtet sind, dann suchen wir etwas, das wir nicht einmal von unserem eigenen Geist erwarten können. Ja, natürlich, wir sind von Begierden geleitet, wir wollen haben und wir sind von Ängsten und von Aversionen geleitet, wir wollen bestimmte Dinge nicht haben. Und andere Menschen stoßen uns immer wieder mit der Nase da rein. Andere Menschen stoßen uns immer wieder mit der Nase in Realität, in Wirklichkeit. Wir sehen Samsara in Aktion, in uns selbst, in anderen. Manchmal denkt man auch in Kommunikation, mein Gott, warum musste ich das jetzt sagen? Warum bin ich jetzt so stur oder so kratzbürstig? Man versteht sich ja manchmal selbst nicht in Kommunikation. Aber man wird mit der Nase in Wirklichkeit gestoßen. Wir sehen Gier, Hass und Verblendung in Aktion, in Kommunikation miteinander. Andere sind davon geleitet, ich bin davon geleitet. Und Jack Kornfield sagt weiter: Die Gesellschaft anderer zu wollen, ohne zu leiden, ist unrealistisch. Aber wenn wir enge Beziehungen vermeiden, werden wir ebenfalls leiden. Manchmal bringen wir Qualitäten von Gelassenheit und Liebe mit. Und manchmal sind wir es, die Konflikt und Ärger mitbringen. Wir spielen beide Rollen. Beides sind Geschenke, von denen andere lernen können. Auch das ist ein ganz spannender Punkt, ne? Beides sind Geschenke, von denen andere lernen können. Ja, ich muss nicht immer wunderbar, großzügig, freundlich und voller Metta sein. Auch wenn ich mal kratzbürstig bin, ist das etwas, wovon jemand anders, eine Freundin, ein Freund von mir lernen kann. Denn er sieht, wie der Geist funktioniert. Er sieht die Beschränkung des nicht erleuchteten Geistes in mir ganz klar. Und der Kornfield sagt weiter: Wenn wir eine spirituelle Gemeinschaft aufsuchen und dort nach vollkommenem Frieden suchen, werden wir unvermeidlicherweise scheitern. Wir müssen verstehen, dass spirituelle Gemeinschaft ein Ort ist, an dem wir unsere Praxis von Beständigkeit, Geduld und Mitgefühl reifen können. Ja, also es geht nicht darum, dass Sangha ein Ort ist, an dem wir nette, angenehme Gefühle bekommen, sondern ein Ort, an dem unsere Praxis von Beständigkeit, Geduld und Mitgefühl reifen. Das ist Arbeit. Ein weiterer Aspekt von Sangha als Verbrennungsstätte ist, dass ich glaube, dass unsere tiefstliegenden Muster nirgendwo so deutlich zutage treten wie in engen Beziehungen. Wir können im Alltag so in oberflächlicheren Situationen unsere tiefsten Muster ganz gut überspielen oder verborgen halten. Das heißt, Leute, die uns nicht gut kennen oder in Situationen, wo wir funktionieren müssen im Alltag, können wir die sehr schön unter Kontrolle halten und verstecken. Aber wenn wir eine wirklich enge Beziehung mit jemandem gehen, dann werden diese tiefliegenden Muster sich offenbaren. Die werden zutage treten, deutlich hervortreten. Was ich meine mit so tiefen Mustern, ich nenne mal ein paar. Zum Beispiel eine ganz tief liegende Angst, gesehen zu werden, eine Angst, berührt zu werden. Das ist was, was viele Menschen haben. Oder
Der Wunsch, bestätigt zu werden, eine tiefliegende Sehnsucht, bestätigt zu werden, von außen Bestätigung, Affirmation zu bekommen, damit wir das Gefühl haben, wirklich zu existieren. Wir brauchen von außen irgendeine Bestätigung. Oder auch durchaus verbreitet das Bedürfnis zu kontrollieren. Kenne ich ganz gut. Das Bedürfnis, alles in Kontrolle zu haben, in der Hand zu haben, zu wissen, was als nächstes passiert. Oder vielleicht ein tiefliegendes Gefühl von Wertlosigkeit. Ganz tief unten. Es muss einem gar nicht bewusst sein, aber ganz tief unten ein Gefühl, dass man eigentlich wertlos ist. Und solche tiefliegenden Muster werden deutlich, wenn wir eng mit anderen Menschen in Beziehung treten. Und es ist ganz, ganz spannend zu schauen, wo wir uns an anderen reiben. Ja, wenn es da bestimmte Situationen gibt, wo wir immer wieder aneinander geraten, an den Stellen, wo immer wieder Spannungen auftauchen, da können wir eine Menge über uns lernen. Gerade an diesen Orten, wo es immer wieder reibt, können wir eine Menge über uns lernen. Also wir können uns zum Beispiel fragen, warum ärgert mich das so? Ja, wenn irgendjemand sich auf eine bestimmte Weise verhält, warum ärgert mich das so? Oder sich zu fragen, warum enttäuscht mich das so? Und diese Fragen wirklich ernsthaft zu verfolgen, die nicht nur einfach zu stellen und bei der ersten Antwort stehen zu bleiben, sondern wirklich nachzuspüren, sich selbst zu fragen und sich Zeit zu nehmen, nachzuspüren, warum fühle ich mich so enttäuscht oder so verletzt oder so verärgert, wenn jemand so und so handelt. Man kann dabei wirklich eine Menge über sich selbst lernen. Also zum Beispiel, wenn man merkt, dass man sich immer und immer wieder nicht geschätzt fühlt von anderen. Ja, andere bringen ihre Wertschätzung nicht genug zum Ausdruck, andere schätzen nicht, was sie an mir haben. Wenn so etwas immer wieder auftaucht, kann man wirklich dem nachspüren und vielleicht kommt man eigentlich dann zur tieferen Einsicht, dass man sich selbst nicht schätzt. Dass man irgendwo tief drinnen sich selbst nicht genug schätzt und dass eigentlich alle Wertschätzung von außen nur eine Art Pflaster ist oder ein Ersatz für das, was wirklich zählt, was wirklich wichtig ist. Nämlich, dass wir uns selbst schätzen, dass wir ein Gefühl von Wert und von Würde in uns tragen, was unabhängig davon ist, was andere uns von außen sagen. Ein besonderer Fall, wo so tiefliegende Muster zutage treten können im Kontakt mit anderen, sind Projektionen. Ja, Projektionen ist ein Begriff aus der Psychologie und bedeutet, dass man bestimmte Themen, die man mit sich herumträgt, auf den anderen projiziert, sozusagen in den anderen hinein interpretiert. Das ist eigentlich ein eigenes Thema, aber man benutzt den anderen gewissermaßen als eine Leinwand, um dieses Thema sichtbar zu machen. Und man schiebt es sozusagen der anderen Person die Schuhe. Also wenn man zum Beispiel merkt, dass man immer wieder in eine bestimmte Dynamik mit jemand anderem gerät, man denkt, das gibt's doch nicht. Warum kommen wir immer wieder an den Punkt? Und irgendwie kommen wir an den Punkt nicht weiter. Man rätselt wirklich, was da vor sich geht. Und irgendwann merkt man, hey, da mischen sich irgendwelche anderen Sachen ein. Alte Sachen, die überhaupt nichts mit diesem Menschen oder mit dieser Situation eigentlich zu tun haben. Und das kann oft sein, dass jemand uns an unseren Vater erinnert oder an unsere Mutter erinnert. Oder an bestimmte Situationen, Konstellationen aus unserer Kindheit, die wir nicht aufgearbeitet haben, die wir noch immer mit uns rumtragen. Vielleicht Versagensängste aus der Kindheit oder was weiß ich. Das heißt, diese Themen, bestimmtes schwieriges Verhältnis zur Mutter oder zum Vater, können wir in andere Beziehungen hineintragen, wo sie eigentlich ja nicht hingehören. Aber irgendetwas in dem anderen Menschen löst dieses alte Gefühl in uns aus. Wir benutzen den anderen als Projektionsfläche. Oder wir werden selbst als Projektionsfläche für andere benutzt. Und das kann auch ganz interessant sein, wenn man merkt, dass man selbst zu einer Projektionsleinwand für andere wird. Ich finde es sehr unangenehm, wenn ich das merke. Zum einen, weil ich mich dann nicht mehr als ich gesehen fühle, aber auch manchmal habe ich das Gefühl, man wird dann wie zu einer Art Karikatur. Man wird auf bestimmte Merkmale reduziert und wird dann fast wie eine Karikatur in den Augen des anderen. Das finde ich sehr schmerzhaft. Und solche Dynamiken passieren natürlich in all unseren Beziehungen. Das passiert nicht nur im Sangha. Aber ich weiß nicht, ob wir in allen Situationen die Möglichkeit haben, damit wirklich kreativ und produktiv umzugehen. Und im Sangha haben wir die Gelegenheit, in diesen engen, nahen Beziehungen diese Muster gemeinsam aufzudecken, freizulegen, sie zu untersuchen, wirklich miteinander
miteinander zu erforschen, was passiert da in der Kommunikation und sie dadurch auch zu überwinden. Das heißt, es ist eine ganz kostbare Gelegenheit, wenn solche schwierigen Dynamiken passieren, in einem Kontext, wo das Vertrauen da ist und der Wille, damit zu arbeiten, dem auf den Grund zu gehen und es zu überwinden und sich einander dabei zu unterstützen. Das haben wir vielleicht in anderen Kontexten so nicht. Eine andere Sache mit anderen Menschen ist, dass andere uns oft deutlicher sehen, als wir uns selbst sehen. Wir haben blinde Flecken und diese blinden Flecken können wir nicht selbst aufdecken. Das können wir nur mit Hilfe anderer tun. Ja, eine objektive Selbstwahrnehmung ist nicht nur schwierig, die ist einfach schlicht unmöglich. Wir können uns selbst nur subjektiv wahrnehmen, wir können uns nicht objektiv wahrnehmen. Und wenn wir aber den Wunsch haben, uns klarer zu sehen, uns deutlicher selbst zu verstehen und zu sehen, dann sind wir darauf angewiesen, mit anderen Menschen oder andere Menschen zu fragen, wahrzunehmen, wie andere uns wahrnehmen, zu erfahren, wie andere uns wahrnehmen. Das heißt, Freunde können uns sanft antippen und auf bestimmte Bereiche hinweisen, die wir selbst nicht sehen können, auf sogenannte blinde Flecken hinweisen. Das klingt sehr nett, nicht wahr? Ja, Freunde können uns sanft auf unsere blinden Flecken hinweisen. Aber ich weiß nicht, wann ihr das letzte Mal auf blinde Flecken hingewiesen worden seid. Und auch wenn dieser Satz nett klingt, es fühlt sich sehr unangenehm an. Wenn jemand den Finger auf etwas legt, wovon man irgendwie spürt, es ist wahr, aber es ist was, was ich nicht wahrhaben will, ist das extrem unangenehm. Und ich weiß bei mir, dass ich wirklich das Gefühl habe, nein, 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 will ich nicht hören, es stimmt nicht, ist gar nicht wahr, das ist deins, hat nichts mit mir zu tun. Ganz starke Abwehr in mir gegen das, was ich da höre. Und gleichzeitig merke ich in einer anderen Ecke von mir ist eine leise Stimme, die weiß, das stimmt, da ist was dran. Aber erstmal diese starke Abwehr, wenn jemand einen tatsächlich den Finger, sei es noch so sanft, auf einen blinden Flecken legt und uns darauf hinweist. Ich habe eine Freundin, die das gut machen konnte. Wahrscheinlich auch heute noch kann, aber heute sind wir nicht mehr so oft zusammen, weil sie weggezogen ist. Meine Freundin, die das auf sehr sanfte und sehr freundliche Weise mit mir tun konnte. Und ich weiß, dass ich in den Frühzeiten, als ich anfing zu praktizieren, immer rumlief und sagte, ich brauche kritisches Feedback, ich brauche kritisches Feedback. Und meine Mitbewohnerin damals, Gunawati, weigerte sich immer, mir kritisches Feedback zu geben, weil sie das Gefühl hatte, was ich brauchte, war erstmal Metta, ganz viel Metta. Und da war wahrscheinlich eine Menge Weisheit drin. Und erst Jahre später, als diese andere Freundin tatsächlich mir Feedback gab, aber auf eine sehr sanfte, weiche Weise, und ich merkte, wie schwierig es war, das anzunehmen. Und wir hatten eine sehr gute Beziehung, eine sehr warme, sehr freundliche Beziehung. Ich wusste, was sie da sagt, sagt sie nicht, weil sie irgendwas an mir anstrengend oder nervig findet, sondern sagt es ausschließlich, weil sie mir helfen möchte, weil sie etwas sieht und sie mir ganz sanft helfen möchte, dann einen Schritt weiter zu gehen. Und als ich merkte, wie schwierig es war, dieses Feedback anzunehmen, was so sanft und so freundlich kam, war mir klar, dass ich Jahre zuvor überhaupt nicht bereit und reif gewesen wäre, Feedback anzunehmen. Also man muss auch wissen, von wem und wann man dieses Feedback auch wirklich hören kann. Aber es ist eine interessante Frage. Wollen wir überhaupt Feedback? Ist das was, was wir überhaupt haben wollen? Wollen wir erfahren, wie andere uns wahrnehmen? Wollen wir erfahren, was andere in uns sehen, was wir vielleicht nicht sehen? Und wenn wir das wollen, dann kann es nützlich sein, das auch zu sagen. Wir hatten eine ganz spannende Sache vor kurzem im Zentrumsteam. Ich habe Anfang, naja, vor ungefähr einem Jahr, einem knappen Jahr, habe ich offiziell den Vorsitz dieses Zentrums übernommen. Und mir war nach so einem Dreivierteljahr das ein Bedürfnis zu hören, wie die anderen mich in dieser Funktion wahrgenommen haben. Also mir war wichtig, um Feedback zu bitten, zu hören, wie findet ihr, war ich bis jetzt? Und ich habe auch ganz klar gesagt, ich möchte jetzt keine Lob des guten Runde. Ich weiß, dass ihr meine Arbeit schätzt. Ja, das weiß ich. Und wenn ich das nicht gewusst hätte, hätte ich auch nicht so um Feedback bitten können. Ich wusste, da sind Leute, die mir wohlgesonnen sind, die mich schätzen. Das heißt, was ich hören will, ist besonders das, was vielleicht noch nicht optimal ist, was ich noch verbessern könnte. Ich möchte von euch hören, wo ich arbeiten kann an mir. Und das war eine ganz spannende Situation für mich. Sehr positiv,
wirklich, wirklich positiv. Ich merkte, dass ich danach auf der einen Seite gerüttelt war, denn ich habe Feedback bekommen und das war auch keine Lob des guten Runde. Da kamen auch wirklich Rückmeldungen, die mir gezeigt haben, wo andere auch manchmal unter mir leiden. Ich fühlte mich gerüttelt, aber ich fühlte mich auch fast ein bisschen high danach. Das war ganz eigenartig. Es fühlte sich wie was unglaublich Positives an. Und ein Teil dessen, was mich so high machte, war zu sehen, ich habe das Vertrauen, mir das anzuhören von den anderen. Und die anderen haben das Vertrauen, mir das zu sagen, weil auch das braucht Vertrauen. Ja, wenn die gedacht hätten, ich werde danach beleidigt wegrennen und eine Szene machen, dann hätten sie nicht gewagt, mir zu sagen, was sie sehen. Das heißt, es war von beiden Seiten ein Akt des Vertrauens, dieses Feedback zu geben. Und ich fühlte mich gesehen. Und ich fühlte mich auch als wachsendes, sich entwickelndes Wesen gesehen. Denn wenn Leute mir Feedback geben, heißt das nicht nur, dass sie sehen, wo ich Dinge suboptimal tue, wo ich vielleicht Leiden verursache, sondern sie sehen auch, dass ich mich verändern kann. Und sie geben mir dieses Feedback, um mir zu helfen, mich zu verändern. Das ist es also auch irgendwie eine ganz positive Bestätigung. Aber es kann interessant sein, sich zu fragen, geben wir anderen die Erlaubnis, uns Feedback zu geben? Geben wir anderen Menschen, unseren engsten Freunden im Sangha, geben wir ihnen die Erlaubnis, auf uns einzuwirken und in gewisser Weise uns zu modifizieren und uns zu verändern? Das ist eine Frage, die wir uns alle stellen können. Und es kann ein Geschenk sein an andere, wenn man ihnen die Erlaubnis gibt. Das ist ein großer Vertrauensbeweis. Der ganze Bereich von Feedback geben und Feedback annehmen ist natürlich ein großer Bereich, den ich hier überhaupt nicht erschöpfend besprechen kann. Aber ein paar Punkte, die ich wenigstens sagen will, ist es unglaublich wichtig, dass wenn Feedback passiert, spirituelles Feedback, dass das wirklich im Kontext von Freundschaft passiert. Ja, Feedback ist nicht kritisieren, das ist was ganz anderes. Dass es wirklich ein Kontext ist, in dem man sicher ist, wenn man Feedback gibt, dass man das Wohl des anderen im Herzen trägt, dass es einem um das Wohl des anderen geht, dass es nicht darum geht, dass mich was nervt und ich was in dem anderen ändern will, weil es mir auf die Nerven geht, sondern dass ich wirklich aus Metta heraus, aus Freundschaft heraus, unterstützen möchte. Das ist die Basis, auf der man Feedback geben kann. Und ich denke, wir können spirituell ganz stark davon profitieren, wenn wir so von anderen widergespiegelt werden. Das ist eine ganz, ganz kostbare Chance. Dann ein weiterer Bereich oder ein weiterer Aspekt von Sangha als Verbrennungsstätte. Ich dachte an einen Begriff, der vielleicht heute ein bisschen außer Mode geraten ist, aber der sicherlich in den 80ern, vielleicht auch noch 90ern oft im Sangha verwendet wurde. Und zwar auf Englisch die Idee von Fierce Friendship. Fierce Friendship. Ein bisschen schwer zu übersetzen. Fierce kann heißen grimmig, heftig, wild, leidenschaftlich. Also eine grimmige, heftige, wilde, leidenschaftliche Freundschaft. Und ich übersetze das mal provisorisch als feurige Freundschaft. Dhammadinna, ich habe hier ein Zitat von Dhammadinna zu dieser feurigen Freundschaft und eins von Sangharakshita. Dhammadinna schreibt in einem Artikel: Damals war oft von fierce friendship, von feuriger Freundschaft die Rede. Freundschaft hat nicht unbedingt etwas damit zu tun, nett zu sein. Aber feurige Freundschaft wurde manchmal missverstanden. Man meint, es bedeutet kritisch zu sein, und das trifft es überhaupt nicht. Und Sangharakshita sagt: Ihrem Wesen nach umfasst feurige Freundschaft die Bereitschaft, innerhalb der Kommunikation Themen und Bereiche anzusprechen und offen zu legen, die tiefer und wesentlich weitreichender sind, als es die andere Person erwartet hätte. Vielleicht indem man die Implikationen der Handlungen des anderen aufzeigt, in einer solchen Weise, dass der andere das Gefühl hat, eine Art Abgrund öffne sich vor seinen Füßen. Ja, ich finde, das trifft es, bringt es sehr gut auf den Punkt, worum es in dieser feurigen oder herausfordernden Freundschaft geht. Ich wiederhole nochmal. Dem Wesen nach bedeutet feurige Freundschaft die Bereitschaft, innerhalb der Kommunikation Themen und Bereiche anzusprechen und offen zu legen, die tiefer und wesentlich weitreichender sind, als es die andere Person erwartet hätte. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt in Kommunikation. Ich habe es ein paar Mal erlebt, nicht sehr oft, aber ich habe es ein paar Mal erlebt, dass in der Kommunikation etwas passiert,
was mir tatsächlich das Gefühl gibt, als würde ich den Boden unter den Füßen verlieren. Als würde mir so eine Art Teppich unter den Füßen weggezogen und wirklich ein Gefühl von Fallen. Ich glaube, was dann passiert, ist etwas, worauf man sich völlig verlassen hat. Etwas, was man überhaupt nicht in Frage gestellt hat. Etwas, wozu man mit anderen Worten Zuflucht genommen hat, plötzlich als Illusion entlarvt wird. Und das sind ganz kostbare Momente, aber auch ganz verunsichernde Momente. Man hat wirklich das Gefühl, ich finde, Bant formuliert das sehr gut, man hat das Gefühl, ein Abgrund öffne sich vor seinen Füßen. Sehr verunsichernde, aber spirituell sehr kostbare Erfahrung. Und ich glaube, man kann sowas nicht absichtlich machen. Ja, man kann nicht absichtlich jemanden den Teppich unter den Füßen wegziehen. Das würde wahrscheinlich nicht funktionieren. Und offensichtlich in den 80ern, wenn Menschen versuchten, diese feurige Freundschaft zu praktizieren, dann entartete das eher darin, dass sie sich gegenseitig kritisiert haben und eher so die Hölle im negativen Sinne heiß gemacht haben. Aber feurige Freundschaft in diesem positiven Sinne ist vielleicht nicht was, was man absichtlich tun kann, sondern es ist einfach etwas, was entsteht, wenn man Vertrauen hat, wenn Metta da ist und wenn die Offenheit da ist, in der Kommunikation zu spüren, wo Themen sind und denen einfach nachzugehen, zu schauen, wo sie einen hinführen. Eine gemeinsame Erkundung, von der keiner der beiden weiß, wo sie hinführen wird. Es führt einen an ungeahnte Orte. Und diese Wachheit zu haben in der Kommunikation, nicht bei der sicheren Oberfläche zu bleiben. Ja, das ist manchmal so bequem, wenn man im sicheren Bereich von Kommunikation bleibt, aber wirklich sich zu öffnen für das Unbekannte, zu spüren, wohin einen das führen könnte und dem einfach nachzugehen, furchtlos und offen und in Vertrauen füreinander, mit Sensibilität füreinander. Wie ich schon eingangs gesagt habe, damit Sangha oder spirituelle Freundschaft zu einer solchen positiven Verbrennungsstätte werden kann, braucht man Situationen von intensivem Kontakt. Ja, ein bisschen sich kennen und sich mögen reicht nicht. Man braucht intensiven Kontakt. Und wenn man nun mal nicht das Glück hat, in Wohngemeinschaften zusammenzuleben oder tatsächlich Tag für Tag zusammenzuarbeiten, gibt es vielleicht kleine Möglichkeiten, wie wir das im Zentrum versuchen können zu ermöglichen. Also auch da ist wieder ein Verlust passiert in den letzten Jahren, weil früher war das so, dass es alle möglichen Teams rund um das buddhistische Zentrum gab. Es gab Teams von Leuten, die bestimmte Aufgaben gemeinsam übernommen haben und ja, zusammengearbeitet haben. Und irgendwann haben wir das geändert und es ist jetzt mehr so, dass viele Leute eine kleine Aufgabe alleine übernommen haben, statt dass wir in Teams zusammenarbeiten. Einfach, weil das mit den Bedingungen des modernen Lebens irgendwie einfacher zu sein scheint. Aber wir haben damit auch was verloren. Denn wenn man in einem Team arbeitet, sei es noch so eine einfache, profane Arbeit, sofort bieten sich Reibungsflächen, die sich nicht bieten, wenn man zusammen Kaffee trinkt und auch nicht unbedingt, wenn man zusammen den Dharma studiert. Also wenn man hier irgendeine Aufgabe übernimmt, mit anderen zusammenarbeitet im Zentrum, dann kann es sein, dass man anfängt, sich zu ärgern darüber, wie der Keller hinterlassen wurde oder wie andere Leute mit dem Werkzeug umgegangen sind oder wie die Leute mit der Küche umgehen, dass sie nicht so hinterlassen wird, wie wir das vereinbart haben. Oder feste Ideen, wie man etwas machen sollte oder nicht machen sollte. Wir geraten viel schneller aneinander, wenn wir wirklich zusammenarbeiten, zusammen was Praktisches in der Welt machen, als wenn wir nur miteinander über unsere inneren Prozesse reden. Und als ich mich auf Ordination vorbereitet habe, in Tirthana Loka war das üblich, man war 14 Tage lang zusammen in einer Studiengruppe mit 6 anderen und man war auch mit den gleichen Frauen zusammen in einem Arbeitsteam. Das heißt, was auch immer an Aufgaben zu erledigen war, hat man auch in der gleichen Gruppe Frauen gemacht. Und das fand ich eine sehr, sehr gute Einrichtung, denn die manchmal spannendsten Prozesse in der Interaktion passierten nicht beim Studium, sondern beim gemeinsamen Kochen. Ja, wenn 6 Frauen zusammen kochen müssen, dann gibt es jede Menge Reibungsfläche darüber, was man nun macht und wie man es macht und soll man die Pilze nur abreiben oder waschen. Plötzlich kommt man aneinander ran in einer Weise, wie man das vielleicht vorher in der Studiengruppe gar nicht gemacht hat. Also zusammenarbeiten, selbst bei einfachen Dingen, ist sehr wertvoll. So, ich hoffe, ich konnte einen Eindruck vermitteln, wie Sangha zu einem Ort der Transformation werden kann, zu einer Verbrennungsstätte im positiven Sinne. Aber ich möchte doch noch sagen, Sangha heißt natürlich nicht nur
Knirschen und Reibung. Ja, nicht, dass der Eindruck entsteht, Sangha bedeutet ausschließlich Knirschen und Reibung. Das ist es natürlich nicht. Sangha kann wunderbar sein und kann wunderbar nährend sein und auch wunderbar unkompliziert sein, phasenweise. Und ja, man kann eine tiefe Harmonie erleben im Sangha und ich erlebe die auch immer wieder. Das ist etwas, wozu wir uns bekennen, wenn wir ordiniert werden. Diejenigen von uns, die im Orden sind. Wir haben bei unserer Ordinationszeremonie diese Ordination angenommen, unter anderem mit dem Satz, in Harmonie mit Brüdern und Schwestern im Orden nehme ich diese Ordination an. Das heißt, ein Bekenntnis zur Harmonie, nicht nur ein Bekenntnis zu Knirschen und Reiben. Aber diese Harmonie ist etwas, was wir pflegen und stärken müssen, nicht etwas, was von selbst passiert. Ja, Harmonie passiert nicht einfach von selbst, nur weil Menschen, die gute Absichten haben, zusammenkommen. Harmonie ist etwas, was gepflegt werden muss, entwickelt werden muss. Und ich möchte noch ein paar Gedanken anführen von Dhammadina. Und Dhammadina spricht über den Orden, aber ich glaube, das lässt sich auch auf den weiteren Sangha übertragen. Sie spricht über Harmonie und sagt, es geht nicht um eine schwache Harmonie. Sie sagt, die Harmonie, die im Orden oder im übertragenen Sinne im Sangha entstehen soll, ist keine schwache Harmonie, keine weiche Harmonie, sondern eine robuste Harmonie. Das ist ein Wort, was ich gerne mag, eine robuste Harmonie. Wir treten in einer spirituellen Gemeinschaft als Individuen hinein, nicht als Leute, die was brauchen, die Bestärkung und Versicherung von außen brauchen und nicht als Bedürftige, sondern als Individuen, die für sich selbst Verantwortung übernehmen. So treten wir in eine spirituelle Gemeinschaft ein, idealerweise. Und das verlangt von uns totale Präsenz. Und ein tiefes Vertrauen in uns selbst. Robuste Harmonie, sagt sie, wird nicht erreicht durch freundliches Zusammenglucken. Ja, robuste Harmonie wird nicht erreicht durch Passivität und durch Nettsein. Es ist echte Arbeit nötig. Einerseits muss man daran arbeiten, all diese Sachen zu überwinden, wie Selbstinteresse und Polarisation und solche Sachen. Und andererseits muss man die Neigung zu Passivität und mangelndem Selbstvertrauen überwinden. Wenn man wirklich in eine spirituelle Gemeinschaft hineintreten will und diese entwickeln will, dann ist es wichtig, dass man stark und selbstbewusst hineintritt. Und sie sagt auch, Dhammadina sagt auch, manchmal entsteht diese größere Harmonie erst durch Konflikt. Ja, Konflikt ist nicht immer schlimm. Und ich kenne das auch in meinen eigenen persönlichen Beziehungen. Manchmal hat man eine oberflächliche Harmonie und erst indem man durch einen Konflikt durchgeht, und zwar gut durchgeht, spirituell durchgeht, nicht polarisierend, sondern gemeinsam erforschend durchgeht, erreicht man eine ganz andere Ebene von Harmonie, die viel wahrer, viel echter und viel tiefer ist. Das heißt, Sangha-Schaffen erfordert beständige Bemühung. Es ist eine echte Praxis. Und falls ihr jetzt denkt, naja, das war eine sehr einseitige Darstellung von Sangha, die Jnana Chandra da formuliert hat, will ich einfach nochmal ein paar andere Buddhisten zitieren, die das so ähnlich sehen wie ich. Zum einen noch einmal Jack Kornfield. Mit anderen zusammenzuleben, schleift unsere scharfen Kanten ab. Du kannst dir dann nichts vormachen, denn andere sehen dich klarer, als du selbst dich sehen magst. Mit anderen zusammenzuleben, war für mich ebenso kostbar wie all die anderen Meditationen, die ich übte. Also für ihn ist mit anderen zusammenleben genauso eine valide, vollständige, tiefe Praxis wie jede andere Meditationspraxis auch. Und dann noch ein Zitat von Vajratthara, das ist eine junge Ordensfrau in England, die sagt, die Praxis von Sangha, das ist die echte Bodhicitta-Praxis. Die besten Erfahrungen meines ganzen Lebens waren, wenn ich mit einem Team von Menschen zusammengearbeitet habe und wir wirklich praktiziert haben. Und noch besser war es, wenn eine Person dabei war, die ich wirklich nicht ausstehen konnte. Fantastisch! Gut, ich habe jetzt sehr viel gesprochen über Höllen und Verbrennungsstätte und über solche unangenehmen Orte, aber mein Vortrag hat ja, der Titel hat ja noch eine zweite Hälfte, nämlich eine ganz unromantische Liebeserklärung an den Sangha. Die habe ich bis jetzt noch nicht abgegeben. Und damit möchte ich gerne abschließen. Also ich möchte in gewisser Weise ein Liebeslied auf den Sangha singen. Ich kann nicht so schön singen wie Milarepa, aber ich werde es versuchen. Es wird bei mir wahrscheinlich etwas spröder werden als bei Milarepa.
Aber ich möchte ein Liebeslied singen, ein Lied von Liebe und Dankbarkeit auf den Sangha. Denn ich weiß, dass ich überhaupt nicht dort wäre, wo ich jetzt bin in meinem Leben, wenn es nicht um den Sangha gewesen wäre. Ich hätte die Dharma-Praxis nicht aufrechterhalten können ohne Sangha. Da mache ich mir überhaupt gar nichts vor. Und wenn ich von Sangha spreche, dann meine ich, wenn ich mein Liebeslied singe, meine ich nicht irgendeine abstrakte Idee von Sangha oder irgendwie so das buddhistische Zentrum im Allgemeinen, sondern was ich meine, sind die ganz konkreten Menschen, mit denen ich im Sangha eng zu tun gehabt habe und noch habe. Damit meine ich meine ganz konkreten engeren Freunde und auch die Leute, die ich vielleicht gar nicht als Freunde bezeichne, weil wir es nicht so leicht miteinander haben, aber mit denen ich tatsächlich viel und eng zu tun hatte im Sangha. Die meine ich, wenn ich von Sangha spreche. Und diese Menschen, diese anderen Menschen, waren für mich in so vielfältiger Weise und sind es in so vielfältiger Weise Katalysatoren meiner Praxis, Möglichmacher meiner Praxis, Triebkräfte meiner Praxis. In so vielen Bereichen. Und ich will einfach ein bisschen davon erzählen. Also zum einen der Bereich der Ethik. Könnte man sagen, ja, Ethik ist ja was, was man für sich selbst praktiziert, aber weit gefehlt. Ich weiß, dass andere Menschen eine ganz, ganz wichtige Triebkraft meiner ethischen Praxis sind. Das fängt damit an, dass ich in meinem Kapitel sehe, wie andere ethisch praktizieren. Wir machen jede Woche Eingeständnis von Fehlern. Und wenn ich sehe, wie meine Schwestern im Orden praktizieren, dann motiviert mich das, selbst auch tiefer zu gehen. Manchmal passiert das, dass jemand im Kapitel etwas eingesteht und während ich zuhöre, merke ich, da habe ich ja noch nie so richtig drüber nachgedacht. Da mache ich eigentlich ständig, was sie da beschreibt, aber ich schäme mich noch nicht mal dafür. Und ich merke sozusagen, wo ich in meiner eigenen Praxis bestimmte Bereiche habe, wo ich nicht so genau hingucke. Und indem ich sehe, wie jemand anders intensiver sich das tue, mit diesem Bereich praktiziert, merke ich, entzündet mich das und motiviert mich das auch selbst weiterzugehen, genauer hinzusehen. Das heißt, es schärft mein ethisches Gewahrsein, zu sehen, wie andere ethisch praktizieren. Andere sind für mich ein Vorbild. In manchen Bereichen sind andere einfach viel, viel weiter als ich, viel feiner in ihrem Gewahrsein. Aber mein Gewahrsein von Ethik wird geschärft, indem ich sehe, wie meine Freundinnen und Freunde praktizieren. Kleines Beispiel ist, in meinem Kapitel sind zwei Frauen, die bewusst vegan leben und die gerade auch in letzter Zeit dann deutlich konsequenter geworden ist und davon erzählt haben im Kapitel. Und die haben überhaupt kein bisschen gepredigt. Die haben nicht versucht, die anderen zu überzeugen, wir sollten jetzt auch vegan leben. Die haben nur erzählt davon, wie sie damit praktizieren. Und ich merkte, was das für mich für eine Wirkung hatte, wo ich dann merkte, ah, das ist ein Bereich, wo ich im Moment gar nicht so richtig versuche zu praktizieren. So Veganismus, oh, will ich eigentlich gar nicht. Aber einfach zu hören und zu sehen, wie die beiden damit arbeiten, damit auch manchmal vielleicht ringen, hat wirklich was bei mir ausgelöst, dass ich merke, ah, ich fühle mich unbequem mit manchen meiner Entscheidungen, meiner Essgewohnheiten. Ich merke, es fängt an mit einem nagenden Gefühl der Unbequemlichkeit und ja, hilft mir, wieder wacher zu werden, was den Vorsatz der Gewaltlosigkeit betrifft. Andere Menschen sind insofern eine Triebkraft meiner ethischen Praxis, als dass ich Scham empfinde bei manchen meiner Handlungen. Wenn ich an meine Schwestern im Orden denke und ich denke manchmal, oh, wenn die das jetzt sehen würde, wie ich mich verhalte, dann schäme ich mich. Es gibt Situationen, wo ich vielleicht merke, denke, ach, das kriegt hier jetzt keiner mit. Aber wenn ich daran denke, wenn meine Lehrerin, meine Präzeptorin das sehen würde, wenn meine Schwestern im Kapitel das sehen würden, da würde ich mich nicht wohl mitfühlen. Ja, ich weiß nicht, ob ihr diesen Begriff kennt, Apatrapia. Es ist einer der beiden Aspekte von Scham, von positiver, gesunder, spiritueller Scham. Chi, der andere Aspekt, bezeichnet mehr, wenn man sich schämt, weil man spürt selbst, dass eine Handlung nicht wirklich meiner selbst würdig war, dass ich kann eigentlich besser und wie ich mich jetzt verhalte, ist eigentlich unter meiner Würde. Das ist mehr der Aspekt von Chi. Und Apatrapia ist sowas Ähnliches, aber in Bezug auf andere, dass ich weiß, die anderen wissen, ich bin Ordensfrau, ich habe mich zu den 10 Vorsätzen verpflichtet, ich nehme Zuflucht. Und wenn ich mir vorstelle, dass Sie sehen, wie ich mich verhandle, dann schäme ich mich Ihnen gegenüber. In gewisser Weise bleibe ich unter dem Standard, was diese, meine Freunde, von mir erwarten können. Das heißt, eine Scham auf andere bezogen, die mir hilft. Ganz positive Sache. Klingt vielleicht ein bisschen komisch, aber ist eine ganz positive spirituelle Empfindung. Und manchmal passiert das, ich habe was im Kapitel eingestanden, wo ich mich unethisch verhalte, und dann habe ich es nochmal eingestanden und nochmal eingestanden.
Wenn ich dann merke, ich stehe wieder vor der Entscheidung, verhalte ich mich so oder verhalte ich mich nicht so? Und ich denke, oh nein, ich will das nicht schon wieder im Kapitel eingestehen. Wie unangenehm, wie peinlich. Das ist manchmal wirklich ein zusätzlicher, wichtiger, massiver Antrieb für mich, mich endlich mal ethischer zu verhalten. Also das Gewahrsein der anderen für mein ethisches Verhalten hilft mir, ist eine zusätzliche Stütze, konsequenter zu sein. Und was anderes ist, ich sehe die Wirkung meines unethischen Verhaltens auf andere. Ich sehe ganz unmittelbar mit den Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, wenn ich mich unethisch verhalte, wenn ich ungeduldig bin, wenn ich verurteilenden Geist habe, ich sehe, was das für eine Wirkung auf andere hat. Ich sehe, wie es schadet. Und das ist für mich eine ganz, ganz starke Motivation, ethischer zu werden. Nicht so sehr, dass ich meinen eigenen Geist läutern will, sondern dass ich einfach weniger schaden will. Ich möchte weniger Schaden in meiner Umgebung anrichten, als ich das jetzt tue. Und das hilft mir wirklich. Und ist manchmal vielleicht ein stärkerer Antrieb zur Ethik, als nur der Gedanke, dass es für mich gut ist, wenn ich ethischer lebe. Andere Menschen helfen mir in meiner Praxis von Großzügigkeit. Ich meine, wem gegenüber ist man großzügig? Immer anderen Menschen gegenüber, nicht wahr? Aber gerade besonders im Sangha. Ich habe das Gefühl, alles, was ich hier gebe im Sangha, in diesem buddhistischen Zentrum, es ist ein besonders guter Ort, um zu geben. Ich habe oft das Gefühl, egal was ich hier gebe, irgendwie wird es Frucht tragen. Nichts ist hier umsonst. Und in dem Tiratnavandana heißt es, bei dem Lob des Sangha, heißt es, der Sangha ist der Gaben würdig. Er ist eine Quelle des Guten für die Welt. Das heißt, wo würde sich mehr lohnen, wenn man so denken will, in Begriffen von Lohn, wo würde sich mehr lohnen zu geben als im Sangha? Dort wird alles, was gegeben wird, Frucht tragen. Das ist ein starkes Gefühl, was ich habe. Und insofern hilft mir Sangha, mehr geben zu wollen, großzügiger sein zu wollen, Freude zu haben am Geben. Sangha, andere Menschen, sind die Triebkraft oder eine wichtige Triebkraft für mein Vertrauen. Shraddha. Shraddha kann ansteckend sein. Wenn ich manchmal andere Menschen, gerade auch im Orden, sprechen höre über ihre Praxis und wenn ich sehe, wie sie praktizieren, mit welcher Hingabe sie praktizieren, das hat für mich eine richtig ansteckende Wirkung. Es ist wirklich wie wenn ein Funke überspringt von Vertrauen. Mein eigenes Vertrauen wird nochmal gestärkt, vertieft, indem ich das Vertrauen und die Ganzherzigkeit anderer in ihrer Praxis sehe. Und ich sehe das Vertrauen, was andere in mich haben als spirituelles Wesen. Ja, manchmal kann man daran zweifeln, bin ich überhaupt ein spiritueller Mensch und kann ich mich verändern? Aber wenn man sieht, dass andere das in einem sehen, das kann unheimlich bestärkend sein. Wenn ich sehe, dass meine Ordensschwestern mich als spirituelles, als entwickelndes Wesen wahrnehmen und Vertrauen haben, dass ich mich verändern kann. Das gibt mir Vertrauen, dass ich mich verändern kann. Und das sieht man manchmal, wenn Menschen ordiniert werden, dass in der Ordination wird ihre Zufluchtnahme bezeugt, ja, ganz ausdrücklich bezeugt. Und das kann so viel an Kraft freisetzen in Menschen. Das kann so viel auslösen, dass etwas nicht nur gesehen, sondern auch bestätigt wird. Jemand sagt, ja, ich sehe das in dir. Und man kann das wirklich bei einigen Menschen sehen, wenn die ordiniert werden, dass sie plötzlich nochmal aufblühen, nochmal ganze Ladung von Energie plötzlich fließen, die man vorher nicht gesehen hatte. Und dass wir einander wachsen sehen. Ich sehe, wie sich meine Freundinnen verändern. Ich sehe, wie meine Freunde mit bestimmten Sachen arbeiten und auch Durchbrüche erleben, auch weiterkommen mit bestimmten Dingen, mit denen sie arbeiten. Und andere sehen das in mir. Und indem wir das ineinander sehen, gibt mir das, mir gibt das großes Vertrauen in die Fähigkeit von Dharma-Praxis, dass Dharma-Praxis wirklich funktioniert, indem ich Veränderung sehe in mir und andere, die auch bestätigen. Ja, manchmal denkt man, oh, ich verändere mich gar nicht. Aber andere können sagen, doch, ich habe da wirklich einen Unterschied gesehen in den letzten Monaten. Sowas kann einen selbst wirklich bestätigen und das Vertrauen stärken. Ich möchte ein Lied singen auf den Sangha, weil er wunderbar meine Praxis von Geduld nährt. Ja, Menschen erfordern Geduld, alle Menschen erfordern Geduld. Auf der ganz mundanen Ebene lerne ich geduldiger zu sein, weil andere Menschen mir immer wieder die Gelegenheit geben, zu lernen, dass Sachen länger dauern, als ich gerne hätte. Menschen brauchen länger, um sich auszudrücken, als ich gerne hätte. Prozesse, die viele Menschen betreffen, dauern viel länger, als ich gerne hätte. Und auf einer ganz weltlichen Ebene merke ich, lerne ich Geduld, wenn ich mit anderen Menschen zusammenarbeite. Aber auf einer tieferen, spirituelleren Ebene von Geduld lerne ich eine Menge. Shantideva definiert Geduld, Kshanti, als das anzunehmen, was unangenehm ist. Das, was unangenehm ist, Dukkha, das, was mir nicht passt, was mir gegen den Strich geht, aktiv und mit Metta anzunehmen, das ist, was
Geduld ist. Und andere Menschen geben mir so viel Gelegenheit zu Geduld. Und ich kann ihnen dafür wirklich nur dankbar sein. Und das ist ohne jede Ironie gesagt. Andere Menschen haben ihre Empfindlichkeiten, wir haben ihre Marotten. Andere Menschen fügen mir immer wieder kleine Verletzungen zu, sagen Sachen, die mich kränken. Andere Menschen tun beständig das, was ich nicht möchte und tun nicht das, was ich möchte. Und sie haben sogar die Frechheit, andere Meinungen zu vertreten. Das heißt, andere Menschen konfrontieren mich immer wieder mit Dingen, die mir nicht passen und geben mir ein wunderbares Arbeitsfeld, Geduld zu praktizieren. Und Geduld ist eine richtig wichtige spirituelle Qualität, ein spirituelles Übungsfeld, eines der sechs Paramitas. Andere Menschen, meine Freundin Sangha, sind nährend für meine Praxis von Virya, von Energie. Andere können mich entzünden mit ihrer Begeisterung und Energie. Wenn jemand wirklich sich ganz gibt, merke ich, dass ich auch den Wunsch habe, mich ganz zu geben. Es weckt in mir Energie. Kommunikation weckt Energie. Ich weiß, dass tiefergehende Kommunikation in mir große Energie weckt. Oft ist das so am Sonntagabend, wenn wir Kapiteltreffen haben, dass ich denke, oh, ich bin müde und oh, ja, könnte ich jetzt drauf verzichten. Eigentlich will ich ins Bett. Und ich bin immer, ich glaube wirklich immer am Ende eines Kapiteltreffens wacher, lebendiger und mit mehr Energie angefüllt, guter Energie, als zu Beginn des Kapiteltreffens. Das weiß ich, das ist immer so. Manchmal ein Ordenswochenende, wo ich merke, boah, es war so eine volle Woche, jetzt noch ein Ordenswochenende, aber ich habe es nie bereut. Es gibt mir Energie. Oder vielleicht ist es nicht, dass es mir Energie gibt, sondern dass es meine eigene Energie freisetzt. Gemeinsame Projekte können in mir Energie zum Guten wecken, freisetzen. Es macht Freude, mit anderen zusammenzuarbeiten. Und wenn mehrere Menschen zusammenarbeiten, kommt einfach was viel Größeres bei raus, als wenn jeder für sich arbeitet. Bestimmte Menschen im Sangha zu sehen, die sehr viel Energie im positiven Sinne, Virya, haben, finde ich extrem inspirierend. Wenn ich Leute sehe, wie zum Beispiel Lokamitra, der vor kurzem ja uns hier besucht hat und über seine Arbeit in Indien erzählt hat, oder auch Karunamati, die in Nepal wunderbare Projekte hat. Wenn ich sehe, welche Wirkung diese Praxis dieser Menschen in der Welt haben kann, wie sie sich hundertprozentig geben und wie das, was sie tun, so viel wirklich Gutes in der Welt bewirkt, das ist ungeheuer inspirierend für mich. Zu sehen, dass ein einzelner Mensch so eine große Wirkung haben kann. Und das hilft mir, ein bisschen mehr die Kühnheit zu besitzen, zu denken, dass auch ich eine Wirkung haben könnte, eine größere vielleicht, als ich glaube. Es setzt Kräfte in mir frei. Es ermutigt mich, für mich selbst größer zu denken, kühner zu denken. Und hier in diesem buddhistischen Zentrum zu wirken, ist etwas, was Energie in mir freisetzt und nährt. Zu sehen, dass so viel Mögliches, so viel schon entstanden ist in diesem Sangha, an Guten, an Schönen, am Kostbaren, aber dass noch so viel mehr möglich ist, ist etwas, was Energie in mir freisetzt. Ich sehe den Sinn dessen, was ich tue. Ich arbeite hier wirklich, wirklich gerne, weil ich sehe, dass es eine Wirkung hat. Ich sehe, dass es eine Wirkung für mich und für andere hat. Und das hilft mir, mehr und mehr von mir zu geben. Mehr, als ich es vielleicht könnte, wenn ich irgendwo in der Welt in einem normalen Job arbeiten würde. Andere Menschen der Sangha helfen mir, Funken von Weisheit zu wecken. Ja, meine Praxis von Weisheit wird genährt vom Sangha. Einfach schon mal dadurch, dass andere mich immer wieder auf den Boden der Wirklichkeit zurückholen. Wenn ich irgendwie mich in tolle Ideen verstricke, in tolle abgehobene Ideale, andere holen mich gnadenlos auf den Boden der Wirklichkeit zurück. Und das ist gut so, denn Erwachen ist nichts anderes, als die Wirklichkeit so zu sehen, wie sie ist. Erwachen hat nichts mit abgehobenen Idealen zu tun. Manchmal passiert das zum Beispiel in einem Teamtreffen, dass wir über etwas sprechen und ich habe ein hochgradig geschöntes Bild der Situation und denke, ja, das läuft ja alles gut und wir sind da ja super vorangekommen. Und dann höre ich die anderen in ihrem Reporting hin, wie sie die Sache sehen und ich merke, oh, okay, die Situation ist viel komplexer, als ich dachte. Wir sind noch nicht so weit, wie ich dachte. Und das holt mich zurück auf den Boden der Wirklichkeit. Nicht auf eine entmutigende Weise, mehr zu sehen, was ist, woran. Wo stehe ich jetzt? Was ist die Wirklichkeit? Das ist positiv. Andere geben mir eine Gelegenheit, Pratitya-Samuppada zu beobachten, bedingtes Entstehen. Andere Menschen sind Pratitya-Samuppada, sind bedingtes Entstehen. Überall in meinen menschlichen Beziehungen sehe ich, dass andere Menschen entziehen sich der Definition. Andere Menschen sind nicht vorhersagbar. Manchmal denke ich leider nicht, aber wahrscheinlich sollte ich sagen, zum Glück sind sie nicht vorhersagbar. Sie sind fließend. Wenn ich vor
Sangadashini-Sitze zum Beispiel, dann ist es eine andere Sangadashini als eine Woche zuvor. Da hat sich was getan. Menschen sind nicht definierbar, nicht vorhersagbar. Sie sind im Prozess, im Fluss, so wie ich das auch bin. Und mit anderen Menschen zusammen zu sein, mit dieser offenen, unvorhersagbaren Qualität, hilft mir, Pratityasamuppada mehr zu sehen, mehr anzuerkennen. Die fließende Natur von Beziehungen zu sehen, die Bedingtheit von Beziehungen zu sehen. Andere Menschen nähren meine Dankbarkeit. Dankbarkeit ist eine ganz kostbare spirituelle Emotion, ganz nützlich für das spirituelle Leben. Und wenn ich nachdenke, wie viel ich von anderen Menschen bekommen habe im Laufe von so vielen Jahren, dann merke ich, wie eine Riesenwelle von Dankbarkeit in mir anschwillt. Weil so viele Menschen waren beteiligt daran, dass ich bin, wo ich heute bin, dass ich praktiziere, dass ich ordiniert bin, wäre nicht möglich gewesen ohne viele, viele Menschen, die mich in zahllosen Weisen unterstützt, gefördert, mir geholfen haben. Und auch heute, ich habe ein dermaßen positives Umfeld, so positive Bedingungen für Praxis, so unterstützende Menschen um mich herum, dass ich gar nicht weiß, wie ich diese Dankbarkeit zum Ausdruck bringen kann. Und andere Menschen sind das, was es ihnen ermöglicht, das Bodhisattva-Ideal zu praktizieren. Ja, allein schon deswegen möchte ich ein Loblied auf den Sangha singen, denn ohne Sangha kein Bodhisattva-Ideal. Ohne Sangha hätte ich nicht die Möglichkeit, dem Bodhisattva-Ideal zu folgen, was für mich ein ganz, ganz wichtiger Aspekt meiner Dharma-Praxis ist. Bhante sagt, dass es gewisse Gefahren birgt, wenn man versucht, sich selbst als Novizen-Bodhisattva zu sehen. Ja, Mahayana-Buddhisten sagen ja nichts Geringeres als, ja, ich möchte zum Wohle aller Wesen Erleuchtung erlangen. Das ist, worum es geht. Zum Wohle aller Wesen möchte ich erwachen. Aber wenn man sich selbst als Bodhisattva sieht, der gelobt, alle Wesen zu retten und Samsara zu lehren, dann kann das zum einen dazu führen, dass man ja sehr abstrakt abgehoben wird, dass man irgendwie die Bodenhaftung verliert oder dass man größenwahnsinnig wird oder dass man völlig verzweifelt, weil diese Aufgabe natürlich für einen selbst viel zu groß ist. Deswegen Bhante ermutigt uns nicht so sehr, das Bodhisattva-Gelübde als etwas zu sehen, was wir individuell ablegen, sondern mehr, dass wir als Gemeinschaft eine Bodhisattva-Kraft in diese Welt tragen. Und auch das ist, was Bhante sagt. Er sagt, um das Bodhicitta, also die Bodhisattva-Kraft hervorzubringen, ist kollektive Praxis unabdingbar. Das Bodhicitta wird entstehen in einer kollektiven Übungssituation, nicht wenn wir alleine im stillen Kämmerchen sitzen. Im Zusammensein miteinander, im gegenseitigen Abreiben, genauso wie im gegenseitigen uns Entzünden, bringen wir das Bodhicitta hervor. Und ich möchte schließen mit einem Bild dafür, nämlich das Bild des Ordens. Das Bild, das auch auf dem Schrein steht. Das Bild des Ordens als tausendarmiger Avalokiteshvara. Vielleicht wissen das nicht alle, aber der tausendarmige Avalokiteshvara ist das Symbol für unsere Ordensgemeinschaft, den westlichen buddhistischen Orden. Der Orden ist vereint oder sollte vereint sein in einem Körper, nämlich dem Körper von Avalokiteshvara. Aber der Orden wirkt wie tausend Hände in der Welt und in unserem Fall inzwischen mehrere tausend Hände. Geeint durch einen Körper gemeinsamer Praxis, durch einen Körper gemeinsamer Zufluchtnahme, durch das Bodhicitta, was wir gemeinsam hervorbringen wollen, aber mit tausend Händen, die auf ganz viele verschiedene Weisen in der Welt wirken, auf ganz unterschiedliche Weisen. Und das ist eine der Dinge, die mich in meiner Praxis am tiefsten motivieren. Ich möchte meinen Teil ganz herzlich dazu geben, dass unsere Gemeinschaft das werden kann, eine Kraft des Guten in der Welt. Eine Kraft der Transzendenz in dieser Welt. Und das ist nur möglich, weil es den Sangha gibt.